Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin momentan sehr fleißig, was das Drehen angeht. Und ja, zuallererst ist bald Muttertag und Leute, wer hat noch kein Geschenk? Ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Also habe ich mir überlegt, ein paar Geschenke hier einzublenden, wenn ich das hinkriege. Ich habe mich auf Pinterest ein bisschen rumgeschaut und dachte mir so, was kann ich meiner Mama schenken? Ich bin zu den, also mein Fazit ist dazu gekommen, dass ich, oder ich bin eher dazu gekommen, dass ich meiner Mama Blumen schenke und einen schönen Text schreibe. Ich hoffe, ich kriege schon eine Blume. Also Leute, you will see. Übrigens habe ich mir heute das erste Mal wieder Wimpern gemacht. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie es aussieht. Ich finde es echt nice. Und war auch echt easy, also. Übrigens erwarte ich heute noch einen Sanitär hier, also mal gucken, wann der irgendwann klingelt. So, fangen wir einfach mal an. Zuallererst ganz klassisch Blumen. Wer würde seiner Mama keine Blumen schenken, wenn sie Blumen mag, natürlich. Und du kannst natürlich auch herausfinden, was für Blumen sie mag, was für Lieblingsblumen sie hat. Meine Mama liebt zum Beispiel Orchideen, mag aber auch Blumensträuße. Aber da kannst du, ne? Es gibt so viele Blumen auf dem Markt, also da kannst du bestimmt irgendwas finden, was deine Mama mag. Und sonst eine selbstgemachte Karte dazu, wie es jetzt bei meinem Fall so ist, kommt immer sehr gut an, wie sehr du deine Mama lieb hast, wo du stolz auf sie bist oder dass du ihr einfach dankst, dass es deine Mama ist und dass sie immer für dich da ist. Ihr wisst, wie ich das meine. Jeder schreibt ja dann selber irgendwie rein, was er mag. Ja, und dann kommen wir zu einem zweiten Geschenk. Das zweite Geschenk, was ich gesehen habe, ist, dass man so ein Wellness-Paket machen kann. Also ihr holt euch eine Box, dann packt ihr da so ein kleines Mini-Handtuch rein und Duschgel, Massageöl oder Massageseife ist auch immer sehr gut. Dann Rasierer, Shampoo, dann Badebomben, damit sie sich in der Badewanne schön ausruhen kann. Also wirklich so dieses All-Around-Paket, was eine Mama liebt. Also meine zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber ich, wenn ich Mutter wäre, würde ich mich darüber freuen. Und ich glaube, eure Mutter auch. Irgendwas kann man noch dazu schenken. Irgendwie einen leckeren Tee oder irgendwas Kleines zu snacken dazu, was sie mag. Man kann auch dazu, also jetzt momentan in der Corona-Situation ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, Kosmetiker haben offen, glaube ich. Don't get me wrong, aber ich glaube, die haben offen. Dann kann man auch eine Massage schenken. Also, that's the best. Ja. Okay. Drittes Geschenk. So, was ich noch entdeckt habe, wo ich mir dachte, okay, ist nicht für jede Mama, aber man kann selbst gedruckte Tassen, also Tassen kaufen, wo was Gedrucktes drauf ist. Man kann also auch diese Magic-Tassen schenken, wenn heißes Wasser reinkommt, dann kommt ein Bild von euch drauf. Also wenn es heiß ist, sieht man das dann. Oder, was gibt's noch? Hier genau, diese Bilder, wo dann Mama und Tochter drauf sind und dann ein süßer Text drauf ist. Also das kann man auch schenken. Das finde ich auch persönlich sehr, sehr schön. Aber da muss die Mutter das auch mögen und das auch irgendwo hinstellen oder nutzen. Zum Beispiel weiß ich, dass meine Mutter einfach momentan genug Tassen hat und sich gar nicht über eine Tasse freuen würde. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wenn sie das nicht nutzt oder merkt sie zu viel davon, dann reicht es auch und du kannst auch nicht jedes Jahr immer wieder ein Bild mit dir und deiner Mama schenken, dann kommt es auch irgendwie sehr unvorteilhaft rüber. Aber wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach es auf jeden Fall. Also ich glaube, deine Ma würde sich drüber freuen. Also, wer würde sich nicht darüber freuen, wenn man ein Bild zusammen hat? Wenn man einen zusammen hat, natürlich. Das vierte Geschenk. Also ich werde euch heute einfach nur mal fünf Geschenke vorschlagen.
Und vielleicht ist ja was dabei, was ihr nutzen werdet, was ihr kaufen werdet. Wie auch immer. Das vierte Geschenk ist ein DIY. Ich weiß nicht, ob ich das verlinken kann oder so. Auf jeden Fall habe ich sehr viele DIYs gesehen und war so, okay, wenn man Zeit und Lust hat, kann man das gerne machen. Da kann man zum Beispiel, ihr kennt ja diese Boxen, die man selber bauen kann. Das kann man auch Freunden oder einem Freund schenken. Diese Boxen, die sich sozusagen aufklappen dann in vier verschiedenen Richtungen. Und die kann man ja auch dann wieder so zusammenklappen. Dann hat man so eine Box und wenn man es aufgeht, sind ganz viele Bilder und in der Mitte ist dann ein Geschenk. Das kann man auf jeden Fall bauen, also basteln. Und was mir noch einfällt, ist, dass man, beziehungsweise was ich auch gesehen habe, dass man selbstgemachte Kerzen machen kann. Also ihr kennt ja diese Swirl-Kerzen. Das ist bestimmt auch mal was ganz Neues, was eure Mutter noch nicht gesehen hat. Ja. Und sonst gibt es so viele verschiedene DIYs, die man für seine Mama machen kann. Also man kann auch ein Bild selber erstellen und dann zum Beispiel Geld reintun, damit sie sich irgendwas gönnt. Oder man macht dann aus Krepppapier oder generell aus so Papier halt Rosen und dann macht man in einem Bilderrahmen diese Rosen drumherum und schreibt was in der Mitte rein und schenkt das dann der Mutter und das sind so Kleinigkeiten, worüber sie sich freuen würde. Fünftes Geschenk, also Lieblingsparfum geht natürlich immer, wenn sie eins natürlich hat und nutzt. Und sonst einfach so Zeit schenken. Das sind ja zwei Geschenke in einem Punkt, aber schenkt eurer Mama und euch Zeit. Also macht was zusammen, trefft euch, macht einen Roadtrip für ein, zwei Tage, also fahrt irgendwo hin. Beziehungsweise fahrt in euren Ort irgendwo hin, wo es schön ist. In der Zeit kann man das ja auch nur machen. Dann holt euch ein leckeres Eis, kauft vom Supermarkt irgendein leckeres Eis, macht euch irgendwas Schönes zusammen, trinkt zusammen Wein. Irgendwas, wo ihr und eure Mutter einfach Spaß habt und das zusammen genießt. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass auch Mütter sich freuen, wenn man denen nicht wirklich was Materielles schenkt, sondern dass man ihnen die Zeit schenkt. Also du schreibst eine kleine Karte und sagst deiner Mama, ey, du kannst diesen Gutschein einlösen, also wie so ein Gutschein. Und ich möchte gerne einen Tag mit dir zusammen verbringen, nur wir beide. Wir machen uns schön, gucken einen Film, irgendwas, was man zusammen machen kann. Da wird sich immer irgendwas finden. Es gibt zum Beispiel auch Töchter, die zum Beispiel gerne mit ihrer Mama joggen gehen oder zusammen Sport machen, essen, zusammen Essen machen, backen und. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man zusammen machen kann, wenn man weiß, was die Mama mag. Und wenn du dann auch sozusagen mitspielst und das auch feierst, dann ist es so ein Jackpot. Bedürfnisse so ein bisschen runterdrücken, weil es ist der Tag für deine Mama. Und wenn du was machen möchtest, worauf sie Lust hat, dann solltest du da auch mitmachen und nicht einfach so, ich hab keinen Bock, ich bin zu Hause. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das waren meine 5 Tipps, 5 Geschenkideen, was ihr eurer Mama schenken könnt. Natürlich finde ich, sollte man am Muttertag nicht nur seiner Mama zeigen, wie sehr man sie lieb hat, sondern es auch an den anderen Tagen zeigen. Aber ich glaube, das wisst ihr alle selber, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und ja. Ich hoffe irgendwie, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr Spaß daran habt oder hattet. Was so krass fandet, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, mir einen Daumen nach oben geben. Mir irgendwie zeigen, dass es ganz cool war, so ein kurzes Muttertagsvideo hochzuladen und euch mal zu zeigen, was man auf die Schnelle machen könnte. Was auch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönen Tag, Abend und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüssi! Übrigens, Leute, ist euch eigentlich aufgefallen, wie hell meine Haare wieder geworden sind? I can't believe this.